dot, dot, square, square, triangle, dot, 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 square, triangle, dot, dot, square, triangle, dot, dot, square, triangle, square, dot, square, square, triangle, dot, triangle, dot, 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 triangle, dot, 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 triangle, 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 triangle. Titel hat sich ja geändert. Text 6, Scheiße 3.0, die Macht von Wörtern. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Alan. Vielen Dank, dass Sie alle, ihr alle todesmutig heute da seid. Ich kann es anscheinend doch nicht alleine einstecken. Ach so, ich spreche jetzt doppelt und man sieht mich nicht. Das Gleiche passiert. Das zweite Schalt ist schon da vor dem ersten. Also eigentlich war das so gedacht. So sieht es aus, wenn kein Texter im Haus ist. Ihr kennt es alle. Pappen mit Blindtext, Präsentationen mit Blindtext. Schon mal gut, wenn ihr die richtigen Schriften ausgesucht habt. Noch besser, wenn irgendeine Headline da ist. Das ist so eine vom Kaliber, die tut nicht weh. Die sagt auch noch nicht viel. Die kann man immer mal verwenden. Das ist so ähnlich wie Text und Meer oder Abenteuertext, Wörter und was weiß ich. Die habe ich eingereicht vor einem Jahr, als noch nicht feststand, zu welchem Thema ich heute sprechen werde. Etwas deutlicher, Ellen hat es gerade schon gesagt, wäre so etwas hier, darum geht es heute. Man könnte es auch ein bisschen aktiver formulieren oder die Blickrichtung umdrehen. In jedem Fall mache ich was mit Wörtern. Zwischendurch wurde mir auch die Frage gestellt, ob es nicht Worte sein müssten. Was ist der Unterschied? Wörter ist der Plural von dem einzelnen Wort. Worte bezieht sich mehr auf den Inhalt, also zum Beispiel auch beim Machtwort. Wortmacht. Sehr beliebt ist auch sowas, um nochmal Inhalte zu betonen. Oder das hier, dumm, dumm. Der Zusatz ist auch schon ein bisschen veraltet mittlerweile. Also es gibt so viele Möglichkeiten im Deutschen, auch mit Kleinigkeiten, mit einem Punkt, mit einem Satzzeichen, mit einem Dreher was zu machen. Oder das Ganze zusammenbasteln zu einem Gesamtzusammenhang und damit sagen, worum es heute gehen könnte. Das ist mir dann noch zwischendurch aufgefallen, eingefallen. In jedem Fall geht es darum, die richtigen Worte zu finden. Geht auch ganz anders, geht noch in 150 verschiedenen Varianten. Man könnte auch einfach sagen, worum es geht bei dem jeweiligen Vortrag, bei der jeweiligen Präsentation. Immer nützlich. Also das ist tatsächlich das, was heute Abend hier passiert. Ich präsentiere Ihnen drei Thesen über Text. Verlockend ist aber auch dann nochmal eine Alliteration zu bilden und überhaupt sind Filmtitel, Fernsehserien, Bücher und so weiter immer eine gute Matrix für Inspiration, nicht nur für die Titelfindung. Aber dann könnte ich natürlich auch gleich die drei Wörter explizit nutzen, mit denen ich heute Abend hier arbeiten werde. Also insgesamt geht es um das hier. Zwischendurch ist mir dann noch eine ganz andere Headline eingefallen, weil ich dachte, ich fahre ja nach München mit meinem tollen Thema. Passt aber überhaupt nicht. Also manchmal hat man eine Headline, die grandios ist, aber noch kein Thema. Also wer weiß, vielleicht wird es mein nächstes Vortragsthema werden. Um dieses geht es heute tatsächlich ganz genau. Richtig wäre das hier, denn ich halte diesen Vortrag heute zum dritten und letzten Mal. Sie können sich also alle entspannt zurücklehnen. Sitzen ja sowieso alle ganz schön weit hinten, wie schon bemerkt wurde. Und ich, ist ganz schön heiß, oder? Ich hätte ja nicht gedacht, dass heute der heißeste Tag des Jahres, naja, gleich wird. Ich kühle uns erstmal ein bisschen runter. Und ich schenke mir erstmal Wasser ein überhaupt. Dieser junge Mann, wir können ihn übrigens auf ewig einen jungen Mann nennen, denn er starb schon mit 40, genau gestern, vor 95 Jahren. Der war wirklich Experte in Sachen Headline. Er war auch ein Großmeister im Storytelling, in der Dramaturgie des Geschichtenanlegens. Aber vor allem war er ganz und gar einmalig darin, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen in seinen Texten, eine bestimmte Tonalität, die ganz und gar einmalig ist und der wir deswegen das Wort Kafkaesk gegeben haben. Meines Wissens ist das der einzige Schriftsteller, bei dem das so ist. Exemplarisch dafür, also für diese ganz spezifische Stimmung, ist eine seiner Erzählungen, mit der weltberühmt wurde, die Geschichte mit dem Käfer. Der erste Satz aus
Die Verwandlung oder aus der Verwandlung ist noch berühmter als der Titel. Vielleicht kennen ein paar von euch den. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Zwei Bausteine in diesem Satz waren besonders wichtig für die Adaption auch in andere Sprachen, nämlich diese unruhigen Träume und das ungeheure Ungeziefer. Allein im Englischen gibt es im Verlauf der letzten 100 Jahre gab es 8 mindestens offizielle literarische Übersetzungen in X-Varianten. Diese unruhigen Träume werden unterschiedlich gedeutet, als besorgt, als unruhig, als aufgewühlt. Der Schlaf wird mit sorgenvollen Träumen angefüllt und das Ungeziefer mutiert zu etwas wie einem Schädling, einem Gewürm, einer Wanze, einer Kakerlake, zu irgendetwas Ekelhaften, einer Schabe und so weiter. Interessanterweise kommt kein Käfer dabei vor. Also ich habe mir mal einen Käfer vorgestellt, aber die englischen Wörter Bug und Beetle sind, glaube ich, die klingen zu niedlich wahrscheinlich. Und ich habe sie jedenfalls in den Übersetzungen nicht gefunden. Warum ist es so? Warum diese Deutungsversuche letztlich schon verbaler Art? Natürlich deswegen, weil wir versucht haben, uns vorzustellen, wie das dann aussieht. Wie wir dann aussehen würden, wenn so etwas geschieht eines Morgens. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie Franz Kafka sich das vorgestellt hat vor etwa 100 Jahren. Bei jedem entstehen eigene Bilder. Vielleicht hat er eher an so etwas gedacht. Oder vielleicht hätte er die ganze Monstrosität dieses Ereignisses einfach in eine große, brachiale, nicht nur visuelle, sondern emotionale Umsetzung gepackt. Es gibt unzählige Illustrationen dazu. Interessant ist eben auch, dass auch jeder Baustein dieses Satzes darin vorkommt. Also zum Beispiel, dass es eines Morgens geschah, nicht an irgendeinem Nachmittag. Das liegt daran, dass bei Kafka tatsächlich jedes einzelne Wort so wichtig ist und jedes auch an genau der richtigen Stelle sitzt. Die Mutation, die Verwandlung, der Moment der Verwandlung wird natürlich häufig gezeigt. Insektenfühler werden zu Schriftzeichen. Also Sie brauchen einfach nur das Wort Metamorphosis, Verwandlung in egal welcher Sprache einzugeben, noch Kafka dazu vielleicht, und Sie finden jede Menge unfassbar toller Varianten und Illustrationen. Ich wollte einfach eigentlich nur 2, 3 Beispiele finden und mich dann tagelang damit befasst. Viel schwarz-weiß. Hier kommt tatsächlich mal der Bug vor. In der Mitte Giant Bugs steht da wahrscheinlich, weil das so ein bisschen illustrativ verwitzelt wurde. Alte und neue Illustrationsstile, neue Sprachstile. Es werden Details betont. Weil wir versuchen uns vorzustellen, wie das ist. Splatter und Surrealismus kommen vor. Ein düsterer Superheld. All das wird ausgelöst durch diese Geschichte, hauptsächlich durch diesen einen Satz tatsächlich. Oder für manche vielleicht nur durch das eine Wort in der Headline. Hier die gequälte Kreatur in so einer Art Märchen-Fantasie-Anmutung. So präzise, wie auch Kafkas Sprache Irreales immer ganz präzise beschreibt. Hier ist der Text 1:1 umgesetzt. Und auch das ist eine 1:1 Umsetzung vom Text. Es ist nämlich dargestellt, der braune Schleim, das Sekret, das Gregor Samsa an einer bestimmten Stelle seines Körpers und einer bestimmten Stelle des Textes eben irgendwann austreten fühlt. Nämlich an den Kauwerkzeugen. Ähnlich gelenkt sehen Kafkas eigene Zeichnungen aus. Als Zeichner ist er ja wenig bekannt, hat er aber auch viel gemacht. Sie werden oft für
Buchtitel verwende. Die bekannteste unten rechts ist die am Schreibtisch. Gibt es auch als Briefmarke. Ich habe von dieser damals 55er Marke schon eine Weile her so viele gekauft, dass ich jetzt immer ganz viele rosa Blümchenmarken dazu kleben muss, um Kafka zu trösten. Das war, glaube ich, 2008 zu seinem 125. Natürlich habe ich ihn auch schon besucht in Prag, an seinem Geburtshaus. Da prangt er, der Franz. Und diese Briefmarke, die wurde mir auf der letzten Typo zugespielt, die ist von dem Gestalter Hans-Günther Schmitz. Die zeigt Kafkas, nicht umsonst, Kafkas sehr prägnante Handschrift. Vielleicht kennen sie einige von euch. Vielleicht kommt sie Ihnen jetzt bekannter vor. Er hat uns eben auch sehr prägnante Schriftbilder hinterlassen. Zum Beispiel, er hat bei jeder Gelegenheit auch per Hand geschrieben. Zum Beispiel das hier ist die Rückseite einer Visitenkarte. Sehr geehrter Herr Oberinspektor, ich habe heute früh einen kleinen Ohnmachtsanfall gehabt und habe etwas Fieber. Ich bleibe daher zu Hause. Es ist aber bestimmt ohne Bedeutung. Und ich komme heute, bestimmt heute noch, wenn auch vielleicht erst nach 12 ins Büro. Eine perfekte kleine Geschichte auf der Rückseite einer Visitenkarte. Übrigens, das Ereignis ohne Bedeutung war, dass er in dieser Nacht 8 Stunden am Stück durchgeschrieben hatte, nämlich eine andere seiner Meistererzählungen, das Urteil. Das komplette Manuskript zu seinem Roman Der Prozess wurde 2017 in Berlin ausgestellt. 173 Seiten, wahnsinnig spannend, weil man Kafkas Schreibprozess daran verfolgen kann. Sein Tempo, Schnelligkeit, Langsamkeit, die Durchstreichungen und so weiter. Man konnte da so an den Vitrinen entlang gehen. Das war wirklich faszinierend. Das ist übrigens das am teuersten gehandelste Manuskript der Welt. Julia Süsmerlänen hat diese Handschrift analysiert und digitalisiert. Daher könnten Sie ein paar von euch kennen. Sie heißt Mr. K, mitsamt der Durchstreichungen eben. Das heißt, der Font Mr. K reflektiert Franz Kafka und dessen Schreibweise. Dazu gehört auch dieses experimentelle Projekt, bei dem 2 Schriften kombiniert genutzt werden können. Das heißt, man kann in Kafkas Handschrift Korrekturen vornehmen, so wie Franz Kafka in dem Versicherungsbüro, in dem er gearbeitet hat, vielleicht korrigiert hat. Die Mr. K oder dieser Schriftzug jedenfalls, die Unterschrift Kafkas, wurde auch genutzt für diese sehr, sehr tolle Werkausgabe. Übrigens spottbillig auch noch, zwischen 6,95 und 9,95, hervorragend editiert. Kann ich nur empfehlen. Das ist die aktuelle englische Ausgabe. Das ist die Verwandlung auf Norwegisch, ein jüngerer Fund. Gregor Samsa, also der berühmte erste Satz, schmückt den Rücktitel. Die Schrift ist von Elmar Stefan. Manche kennen ihn von euch, von der Pied Foundry. Skald heißt sie. Skald heißt aber nicht Skalp, sondern Barde auf Norwegisch. Ganz frisch habe ich das hier bekommen, März 2019, die Verwandlung interpretiert von Florian Butke, einem Studenten der HBK Saal, studiert bei Indra Kupferschmidt. Und sein Cover reflektiert eigentlich die Vielfalt, die es darin gibt. Ich weiß nicht genau, wie diese elektronisch anmutenden Zeichnungen, wie er dazu gekommen ist. Toll war natürlich, dass er mir geschrieben hat, ihr Vortrag war quasi der Ausgangspunkt für meine Auseinandersetzung damit. Der liebe Junge. Den ersten Satz hat er auch auf den Rücktitel gepackt, den hat er aber ein bisschen abgewandelt. Er hat geschrieben, als Gregor Samsa eines Morgens aus seinen unruhigen Träumen erwachte. Aus Zeilenfallgründen kann es nicht geschehen sein, der ist nämlich nicht so gelungen. Vielleicht auch eine kleine Weiterentwicklung. Wir wissen es nicht genau. Das alles entstand aus dieser einen Geschichte, aus diesem einen Wort, die Geschichte mit dem Käfer. Das führt mich zu meiner ersten These. Die besten Bilder entstehen im Kopf. Banal, haben wir alle schon mal gehört. Durch Wörter. Die schönsten und schlimmsten auch. Eigentlich fast alle Bilder. Es gibt ein Wort, das das besonders gut illustriert. Nämlich das hier. Das ist die Stelle, wo ich mir immer die Ärmel hochkrempel. Und nicht genau weiß, was jetzt als nächstes passiert. Lass es einfach mal wirken. So weit oben diesmal. Normalerweise kann ich mich da immer so ein bisschen davor herumräkeln und ins Publikum starren drohend. Ihr glaubt nicht, wie wahnsinnig viele
mittelpeinliche bis peinliche Gestaltungsszenarien ich mir schon ausgedacht habe für diesen Moment. Aber ihr sitzt ja alle so weit hinten. Und die in der ersten Reihe sehen auch noch entspannt aus. Ich versuche immer eigentlich so eine Stimmung zu kreieren wie im Zirkus, so der verrückte Clown oder die gefährliche Zauberin, die jetzt gleich einen Freiwilligen aussucht. Aber es hängt natürlich von euch ab. Vielleicht fühlt ihr euch ja alle pudelwohl mit diesem Wort. Geht ja jedem anders mit so Wörtern und so Bildern. Der eine entspannt sich, lehnt sich wohlig zurück in der hintersten Reihe. Die andere denkt, oh Gott, was kommt jetzt? Die Schrift ist natürlich nicht von Herrn de Groot, sondern von Herrn Cooper. Und seit ich sie verwende und dieses Wort damit bebildere, werden mir lustigerweise immer aktuelle Schriften von Freunden von diversen Foundries zugeschickt. Nimm doch mal die. Weil ich dazu gesagt habe, diese ist die Sexbombe unter den Schriften. Die, meine unsere ist viel toller, wir haben da was und so. Ja, vielleicht ein bisschen sexy oder so, aber nicht so wie diese gut angereifte Dame. Aber ich weiche vom Thema ab. Was ich sagen will ist, wenn das hier auftaucht irgendwo, vielleicht nicht mal unbedingt so plakativ, sondern subtil angedeutet wird. Wenn über Sex gesprochen wird, meistens wird ja nicht explizit darüber gesprochen, ist ja auch völlig witzlos, darüber zu sprechen, wenn das aber irgendwie im Raum herumschwebt, dann tut sich meist irgendwas im Kopf oder im Beckenbereich oder sonst woanders. Berliner Texte sind die allerbesten. Ich hab ehrlich gesagt schon ziemlich Angst, weil ich mich ja dieser Zielgruppe mit Riesenschritten nähere, wie ich dann so demnächst angesprochen werde. Schnell raus aus Berlin nach Potsdam. Toll oder nicht so toll? Meine strengen politisch korrekten Studenten machen dann immer diesen hier. Ich glaube, wenn man Thomas Müller sagen würde, ey Alter, das kannst du echt nicht mehr bringen, dann würde er sagen, wieso, wenn meine Freundin durchs Bild latscht, was kann ich dafür? Ja, so sind die Berliner. Aber in Sachsen... muss man anscheinend ganz dringend Brötchen verkaufen. Also das Wort würde man selbst irgendwie konnotiert verstehen, wenn es aus diesem visuellen Zusammenhang gerissen wäre. Wie ist es denn mit diesem hier? Kann sich irgendjemand was drunter vorstellen? Das ist ein Name, aber für was? Hygieneartikel. Hygieneartikel ist übrigens eine zu vermeidende Vokabel. Das ist eine von denen, die schlimme Assoziationen auslösen. Ähnlich wie Problemzonen. Das, also sollte man nicht in den Mund nehmen, solche Wörter, tatsächlich dringende Empfehlung. Die werden extra erfunden. Bei Mimosa gibt es frische Säfte und feine Torten. Aber wenn man vorher am Nachbargeschäft vorbeigelaufen ist, könnte man vielleicht ein bisschen durcheinander kommen. Obwohl das mit dieser ausgefeilten Oberzeile wirbt, ich hoffe, es entgeht euch nicht. Zählen, mit einmal durchzählen. Ne? Klar. Trauriges Bild, oder? Also ich meine, der gesamte Einzelhandel stirbt ja bekanntlich aus. Auch Sexshops, muss man dreimal schnell mal hintereinander sagen, Sexshops ist echt ein schwieriges Wort. Sexfilmcenter geht ein bisschen leichter. Vielleicht könnte man es mal mit einer anderen Overline, ich meine, ihr kauft euch alle euren Scheiß im Internet. Also ich meine, das ist doch echt ein trauriges Bild. Mir überlegt, ob man nicht einfach vom Nachbarladen nebenan dann ein bisschen umbaut. Würde auch funktionieren, oder? Auch farblich, Ton in Ton. Ich halte euch auf dem Laufenden, was damit passiert. Ich beobachte das bei mir in der Nachbarstraße. So, woran denken wir hier? Tischtennis natürlich. Aber wenn das im Zusammenhang mit einem Massagesalon als Name benutzt wird, noch dazu mit der Oberzeile Erregung des Körpergewebes. Kleiner Verwechsler, Anregung, Erregung. Obwohl, auch wenn Anregung des Körpergewebes dastehen würde, wäre es wahrscheinlich noch kritisch. Es wurde offenbar missverstanden oder zu sehr als Interaktion zwischen Masseur und Massanten verwendet. Es wurde dann ganz schnell gegengesteuert mit diesem
Ich würde mich jetzt hüten, von einem Ständer zu sprechen mit diesem Aufsteller, der ausdrücklich von Gesundheitsmassagen spricht und den Auslöser bei den Kunden betont, nämlich Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schmerzen, 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 Schmerzen für Damen und Herren. Zum Glück mit großem F, neuer Satzanfang, nur für Gesundheit, kein Sex. Falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat. Aber auch das hat nichts genützt. Es wurde alles abgeschafft, dieses schöne Plakat, der Aufsteller. Und jetzt hängt da nur noch der Name des Besitzers und ganz generisch, worum es geht. Also was man hier gut sehen kann, ist, dass eben Kommunikation eine Entwicklung durchmachen kann. Also es geht Unternehmen nicht anders. Sie kommunizieren, es passieren komische Dinge und dann muss man danach steuern. Krisen-PR ist die krasse Form davon, aber es gibt auch anderes. Wenn irgendwas nicht funktioniert, muss ich es halt anders machen. So wie dieser Massagesalon. 2.0. Keine Ahnung, ob Dien Chan thailändisch für Thai-Massage ist oder der Name des Besitzers. Hier eine ganz andere Ansprache, ganz reduziert, funktioniert genauso. Ich glaube, wir denken jetzt alle nicht mehr an Frühstück. Ähnlich wie diese Frau. Bisschen großer Wortabstand, oder? Aber ich bin mir sicher, dass sich der Abstand zwischen diesen beiden ganz, ganz schnell verringert hat. Hier haben sich schon zwei gefunden. Diese Kampagne gab es vor 2-3 Jahren in Berlin, wahrscheinlich auch anderswo, oder? Kennt ihr sie auch aus München? Also ist so 3-4 Jahre alt. Richtet sich, glaube ich, auch an 13 bis 16, 26-Jährige, keine Ahnung. Interessanterweise wurde die als mit diesem Zusatz versehen. Ich fand sie eigentlich relativ harmlos, aber das ist ja nun jedermanns Sache, wie man das findet. Fand ich deutlich schlimmer, die Textkampagne dazu. Und platter vor allen Dingen. Hier war irgendwas, stand irgendwas drunter mit Verkehr, haha. Das war jemandem dann doch zu viel, deswegen wurde das entsprechend mit diesem Aufkleber versehen. Das Phänomen sexistische Kackscheiße wurde in Berlin, wie so viele Trends, relativ früh erkannt. Ich habe es auf dieser Plakatwand von 2006 entdeckt. Es gibt es in unzähligen typografischen Darreichungsformen, als Schilder, als Aufkleber, sogar so eine Rolle für die Hosentasche ist dabei. Da kann man praktisch auf Schritt und Tritt alles mit markieren. Leider kein Versal-SZ bei den großgeschriebenen Varianten. Der Punkt ist doch einfach, dass es jedem, also bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist, was er oder sie als sexistische Kackscheiße empfindet. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also meine persönliche Grenze ist ungefähr hier erreicht. Bisschen drunter eigentlich. Obwohl dieses Unternehmen ziemlich konsistent in Wort und Bild auftritt. Und diese Kommunikation auch weiterführend genutzt wurde von dem lokalen Supermarkt oder Kiosk, der hat noch seine Wurst mit reingegeben. Ich übersetze es mal für Sie. Ich habe versucht, ihn zu ficken. Er war verheiratet. Ich habe mich an ihn rangemacht wie an einen Stricher, aber ich bin nicht ganz rangekommen. Und er war verheiratet. Wissen Sie, ich werde automatisch angezogen von schönen Menschen. Ich fange einfach an, sie zu küssen. Ist wie ein Magnet. Einfach küssen. Ich warte noch nicht mal. Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie dich. Du kannst alles machen. Pack sie am Pimmel. Du kannst alles machen. Ist doch scheiße, oder?
Und zwar völlig wurscht, wer gegenüber wem oder wer über wen oder welches von den 2 bis 60 Geschlechtern, die wir aktuell haben, über ein anderes oder zu ein anderes sagt. Das ist doch einfach scheiße. Auf jeder Ebene. Das richtig Schlimme daran ist ja nicht, dass dieser viel zitierte P-Satz. Das richtig, richtig Schlimme ist der letzte Satz und der, der 2 Zeilen vorher schon anklingt, der wiederholt wird. Du kannst alles machen. Und darin eingebettet der P-Satz, ist ja nur ein Beispiel. Du kannst alles machen. Und das bestätigt sich wieder und wieder, seit dieses Statement aufgetaucht ist. Warum denn? Warum? Ganz klar. Wenn jemand an exponierter Stelle so etwas ungestraft sagen und machen darf, dann hat das natürlich sofort fatale Folgen. Dann geht das so weiter. Dann breitet sich das aus. Und das, was sich da ausbreitet, vor allen Dingen in den USA, aber nicht nur in den USA seit Herbst 2016, das ist ja nicht nur sprachlicher Dreck. Das ist einfach scheiße. Und ich möchte das auch gar nicht mehr ausdifferenzieren zwischen sexistisch, rassistisch oder sonst wie. Das wäre übrigens auch völlig falsche Tonalität, viel zu ausdifferenziert. Das ist einfach scheiße. Die Feuilletons haben es mittlerweile auch aufgegriffen und benennen es klipp und klar. Es geht um die Abschaffung der Moral in der Politik. Semantischer Bürgerkrieg haben sie sehr elegant genannt in diesem Zeitartikel. Ich habe es als durchgeknallte Altherrenanarchie bezeichnet, als ich mir 2 Wochen nach der Wahl meinen ersten mich aus der Schockstarre gelöst habe und mir den Scheiß von der Seele schreiben musste. Mittlerweile habe ich da auch gar keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach nur Scheiße. Es bleibt nicht mehr anderes übrig. Dabei ist auch das erstmal nur ein Wort. Ein harmloses kleines Wort. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Die Scheiße erschien 1934 erstmalig im Duden, dem Wörterbuch der deutschen Sprache. Fällt euch was auf? 1934 kamen in Deutschland die Nazis an der Macht. Zufall oder nicht? Wörterbücher sind Zeitzeugen. 1934 hat Adolf Hitler sich zum Führer genannt, die beiden Ämter Reichskanzler, Reichspräsident auf sich vereinigt und auch diesem Wort eine neue Bedeutung gegeben. Wörterbücher sind Zeitzeugen. Die Art, wie wir sprechen, die Art, wie wir Wörter verwenden, prägt unsere Zeit und wir prägen mit diesen Wörtern, mit dieser Sprache die Zeit, in der wir leben. Nicht nur beruflich. Lasst uns also weiter aus vielen gegebenen Anlässen über Scheiße sprechen. Sie erlebt gerade eine Renaissance und hat viele, viele Synonyme, diese hier zum Beispiel. Ich diskutiere da manchmal mit Kollegen über Schreibweisen, zum Beispiel AA, ob man es nicht mit Bindestrich schreibt. Auch figurativ gibt es jede Menge analog zu verwendende Wörter. Scheißdreck ist konkret und figurativ gebräuchlich. Fällt euch was auf? Die Kackscheiße ist noch nicht mit angekommen im Duden. Dabei gibt es sie in diversen Varianten. Das ist ein Beispiel aus Halle-Saale, das ist Berlin-Schöneberg, Hauptstraße und das weiß ich nicht mehr. Sie ist auf jeden Fall mittlerweile längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich habe mir also erlaubt, die Kackscheiße hier einzubauen, wo sie hingehört. Jede Menge Adjektive. Über 40. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht wunderschön? Das können wir alles machen im Deutschen. Wir müssen nicht immer einfach nur Scheiße sagen. Kannst du uns auch mal hundsmiserabel gehen. Ja? Oder irgendwas als ein lausiges Layout, ein lausiger Tag, ein scheußlicher Tag, wie auch immer. Etwas ist unter aller Kanone, wahlweise unter aller Sau. Wir haben so viele Möglichkeiten, sogar im Englischen geht ein bisschen was.
Natürlich nicht so viel wie im Deutschen. Das Deutsche ist immer viel nuancierter. Ein paar Anwendungsbeispiele. Dies ist einer der ersten Texte, den ich fand, auf den Straßen Berlins, noch analog fotografiert. Papst! Sieht aus wie ein Ausrufezeichen, dann ist aber keins. Warum sind Gottes Pflanzen nur Scheiße? Nee, warum sind Pflanzen nur Gottes Scheiße? Ich habe mich verlesen. Aber es ist in beiden Varianten schön, finde ich. Scheiße groß geschrieben, das SZ finde ich auch toll. Ich habe noch mehr Beispiele in dieser Schrift dann gefunden, aber die weiß ich hier nicht alle aus. Ein Zitat von Erik Spiekermann über die Schrift auf den Fußballtrikots habt ihr vielleicht mitbekommen im letzten Jahr. Das wurde dann natürlich immer und immer und immer als Headline verwendet. Sogar Lady Gaga verwendet das Wort in einem ihrer Songs. Das ist großartig, das ist der Scheiße-Song und da simuliert sie Deutsch. Also sie macht so Laute nach, die klingen wie Deutsch und Scheiße ist das einzige Wort, was sie richtig aussprechen kann. Der Sänger einer Band namens Isolation Berlin im Interview verwendet Scheiße korrekt klein als Adjektiv. Übrigens ein super Tipp für alle, die kreativ gestalterisch arbeiten müssen. Korrekte Anwendung von Scheiße auf Twitter, ansonsten muss ich da gelegentlich eingreifen. Und hier noch ein Beispiel aus der Zeit natürlich, korrekt verwendet, Scheiße als Adjektiv kleingeschrieben. Meine zweite These, Text ist Information. Und zwar immer. Fragt sich nur, welche Art. Es ist ja auch oft jede Menge Emotion dabei. Oder Intention. Oder Funktion. Von den Assoziationen mal ganz zu schweigen. Noch ein schönes Headline-Beispiel von einem bayerischen Autor, Andreas Altmann. Interessant hier ist, dass er so explizit ist und dass das natürlich auch eine Funktion hat und dass letztendlich es in der Geschichte um etwas Ähnliches geht wie in der Geschichte von Franz Kafka. Aber die beiden Autoren könnten natürlich ihre Headlines nicht tauschen, weil sie von der Tonalität und vom Stil her komplett unterschiedlich sind. Er hat sich auch verwandelt, nämlich in einen erfolgreichen Reiseschriftsteller, aber hat eben eine ganz andere Tonalität. Mehr dazu im Scheißenmuseum, also jetzt nicht zu den literarischen Beispielen, sondern zu den künstlerischen. Ich habe mir die Bilder, euch Ihnen die Bilder erspart von Plastiken in Scheißeform, die an Schweizer Strommasten hängen bleiben und dem Kackerbeet von einer österreichischen Künstlergruppe. Schaut selber nach, wenn ihr mutig seid. Ich fasse lieber nochmal die Anwendungsbeispiele zusammen. Das Adjektiv Scheiße wird kleingeschrieben, auch in Zusammensetzungen. Die Scheiße und den Scheiß gibt es feminin und maskulin. Das zusammengesetzte Substantiv wird oft zum geflügelten Wort, so wie der Scheißtyp, das Scheißspiel, das Scheißladen, der Scheißtag, Scheißangst oder dieses ganze Scheißleben. So. Jetzt, wo die Stimmung langsam aber sicher auf den Tiefpunkt angekommen ist, nehme ich noch einen Schluck Wasser. Wir überlegen mal, wie es so weitergehen könnte. Also ein dreckiger Witz erzählen würde jetzt ganz gut passen, aber ich weiß keinen, vor allen Dingen keinen mit Scheiße. Die Varianten sind bekannt, Kätzchen, Hunde, Bilder und so weiter. Ich habe mich für das hier entschieden, ein Kinderbild, um euch alle wieder mit mir zu versöhnen. Und tatsächlich auch aus einem inhaltlichen Grund. Mittlerweile werdet ihr euch ja wirklich gefragt haben, was macht die Frau eigentlich den ganzen Tag? Warum befasst sie sich mit diesem Scheiß? Wie kann denn sowas passieren? Wie wird aus so einem entzückenden Wesen eine Texterin? Und was ist das überhaupt, eine Texterin? Also wenn Sie ein Kind haben, waren, sind oder kennen, was manisch liest, und zwar alles, sobald es Buchstaben zum ersten Mal begegnet und sie zusammenzusetzen weiß, also das war wahrscheinlich kurz vorher, alles, dann machen Sie sich keine Sorgen. Aus dem Kind kann eine sehr glückliche Texterin werden. Aber tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie es dem Kind. Bei mir hat es bis zum Ende 20 gedauert, bis ich diesen Beruf endlich gefunden habe für mich. Beziehungsweise ist es nicht nur ein Beruf, es sind viele Berufe. Es gibt ganz viele tolle Sachen, die man machen kann mit Lesen und Schreiben. Hier eine kleine Übersicht. Auch nur ein Ausschnitt von, weiß ich nicht, 150, 200, 350 Varianten. Vielleicht sitzt jemand im Publikum, der noch einen anderen Textberuf hat. Sind eigentlich Texter anwesend? Und Texterinnen? Hello!
können wir uns nachher kurz unterhalten. So ist es oft, wir sind oft allein, auch in Agenturen komischerweise. Wir kreisen wie so Satelliten um die Teams herum. Manchmal werden wir eingeladen, dazuzukommen und dann wird meistens alles gut. Ja, ist so. Gott sei Dank bist du da. Ich habe alles versucht. Ja, warum wohl? Weil Texten ein Beruf ist. Genauso wie Designer. Ich gehe ja auch nicht, schnippe mir ja auch nicht in den Haaren rum. Gehe dann zum Friseur, lass mir die Haare schneiden und sage dann, boah, wie du das kannst. Haare schneiden. Ja, also, Texten ist ein Beruf. Es gibt ganz viele davon. Ich war zum Beispiel das hier alles schon oder wurde so genannt, Hybridautorin. Messe Leipzig, Autorenrunde. Ach so, du bist so eine Hybridautorin. Also was konkret ich mache, würde ich mal so zusammenfassen. Text, Konzept, Kommunikation und Moderation für diverse Auftraggeber. Moderation ist mündlich, Moderation, also mündlich ist ja auch, mündlich mit Sprache arbeiten, ist ja auch Text letztlich, ist ja auch der Umgang damit. In den letzten 2-3 Jahren habe ich das ungefähr für diese Auftraggeber gemacht. Es waren alles direkte Auftraggeber, es ging nicht über Agenturen. Aber interessanterweise, ihr seht es ja hier, sind auch Agenturen Auftraggeber von mir, also nicht nur SBA in Spiekermann oder eben Mokko Digital, Fjord, das sind Agenturen, die eben auch etwas für ihre Kommunikation tun müssen. Manchmal ist die Agentur und ein Auftraggeber der Agentur, sind beide meine Auftraggeber, zum Beispiel wie bei hier Mounting Systems und State. State ist die Agentur, Mounting Systems ist der Auftraggeber und das geht dann manchmal so los, dass mich jemand anruft und sagt, Sonja, Solargestelle, Website. Und ich denke, lass mich in Ruhe, ey, Solargestelle, was soll ich denn, ich habe keine Ahnung von Solargestellen. Also man begegnet immer irgendwelchen Themen und weiß nicht so genau und dann macht halt der tolle, nette Kollege von der tollen Agentur so ein grandioses Design dazu und zeigt einem das, dass man denkt, oh ey, Solargestelle, der Hammer, das Tollste auf der Welt. Und natürlich macht es dann total Spaß, auch die richtigen Wörter dazu zu packen. So läuft im Idealfall die Zusammenarbeit. Und ihr freut euch genauso als Designer, wenn da jemand daherkommt und genau die richtigen Wörter mitbringt und zu eurem tollen Design dazu. Und dann ist es einfach der Hammer. Egal bei welchem Thema. Das, was wir da machen, nennt man zum Beispiel so, das sind so die aktuellen Vokabeln. Also wir überlegen uns, was für Wörter, was für eine Sprache passt zum jeweiligen Unternehmen, zur jeweiligen Marke. Eine wichtige Vokabel, die in den letzten Jahren dazu gekommen ist, ist diese hier. Wir gestalten, wir kreieren, wir schaffen Inhalt. Das ist auch nichts anderes, als wir schreiben Texte. Ich meine, was ist Inhalt anderes als Text in der Regel? Gut ist, wenn solche Sätze langsam aussterben, das ist so ungefähr der Killersatz, dann passieren genau die beschriebenen Dinge von vorhin, der Content kommt und sagt, ja, bitte bietet Redaktion an, ich habe da schon vorher Angst, das ist voll logisch, da kommt irgendwas aus einer Marketingabteilung, das ist Kraut und Rüben, das muss man natürlich überarbeiten mindestens, der Satz sollte tunlichst aussterben. Der Content sieht nämlich meistens so aus wie links. Also hier komme ich jetzt langsam an meine gestalterischen Grenzen. Ihr merkt das. Also links Content kommt rein, ne? Graue Masse, rechts gestaltet. Und das passiert im Idealfall mit Sprache. Das ist nicht die Hammergrafik, ja, mach schön viele Fotos. Also ich habe es nicht nur aus Spaß gemacht, sondern auch deswegen, weil ich finde, dass zum Texten auch Grundwissen in Typografie gehört. Das ist ja logisch, ich muss nur wissen, wie das aussieht. Korrekter Text und korrekte Typografie gehen Hand in Hand. Nur ein Texter mit Typografiewissen ist ein guter Texter. Texterin. So, manchmal tauchen neue schöne Begrifflichkeiten aus. Den hat mir eine Kollegin aus Australien mitgebracht. Gibt einen Podcast zu dem Thema. Fand ich super. Weil das natürlich Hand in Hand gehen muss, um eine Identität zu kreieren. Das geht nicht nur mit Bildern. Es geht auch nicht nur mit Wörtern oft in vielen Fällen. Wir waren in Deutschland auch schon mal weiter. Es gab nämlich diese tolle Zeitschrift, vielleicht kennt die noch jemand. Ich sehr empfehlen, mal das eine oder andere Exemplar antiquarisch zu erwerben. Format, Zeitschrift für visuelle, verbale Kommunikation oder verbale, visuelle Kommunikation. Wunderschön. Wir kommen auch wieder weiter, weil international wichtige Leute solche Sachen sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Schreiben. Die Einhorn-Eigenschaft, Wunderwaffe natürlich. Warum ist das so? Warum ist das wichtig? Weil wir über Gestaltung sprechen müssen.
Wir müssen auch verstehen, wie unsere Auftraggeber über Gestaltung sprechen und was sie meinen. Das funktioniert so nicht mit bad, okay oder gut. Oder wenn der Amerikaner sagt, dass irgendwas interesting ist und zu 90% aller Sachen sowieso awesome, wie soll ich denn daraus schlau werden? Oder wenn der Deutsche, weil er so international sein will, sagt interesting und zum Rest der Dinge scheiße. So kommen wir nicht weiter und außerdem haben wir ja so viele Möglichkeiten. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass wir als Gestalter und Gestalterinnen auch ein bisschen Vokabular haben, um darüber zu sprechen. Wir brauchen es für unsere Profile, für Portfolios. Ich brauche es euch ja nicht zu sagen. Ihr kennt es doch, Präsentationen müssen Texte enthalten und so weiter und so fort. Ich muss mit meinen Kunden, Kollegen und so weiter kommunizieren. Das betrifft auch extrem angehende Designerinnen, Studentinnen. Ich kriege das umso mehr mit, seit ich unterrichte. An der Universität der Künste habe ich geholfen, den ersten, meines Wissens, ersten von Studenten selber betriebenen Blog mit auf die Beine zu stellen. Die schreiben selber über ihr Grundstudium. Vorher wusste da keiner was da passiert. Bewerben sich 800 Leute im Jahr, 30 werden genommen. Vielleicht geht das auch ein bisschen differenzierter, wenn man ein bisschen weiß, was da passiert. In Halle konnte ich dieses Wahlpflichtfach Sprache und Text geben für die höheren Semester. Freue mich sehr darüber, nicht nur, weil das so idyllisch vor sich geht, wie hier anzugucken ist. Frauen, die Gedichte vortragen, Männer, die an Wände starren, weil an den Wänden schöne Dinge hängen. Denn es ist völlig wurscht, ob man analog oder digital arbeitet. Gedichte sind nicht lächerlich und mir tut es manchmal weh, wenn die Studenten damit rausrücken, dass sie Songtexte schreiben, Tagebuch, Gedichte, kleine Geschichten, irgendwas oder einen eigenen kleinen Blog und dabei so schüchtern sind. Man sollte sie ermutigen. Wo brauchen wir mehr kurze Textformen als in diesen digitalen Zeiten? Und wo entstehen so schöne Sachen, wenn man nicht einfach mal drauf los experimentiert? Ein Student an der Universität Münster oder Fachhochschule Münster macht seine Masterarbeit zum Thema Text im Design. Ich habe ihn nicht dazu gezwungen, aber ich freue mich sehr, dass er auf mich zugekommen ist und findet diese Aussagen bestätigt. Er hat vor allen Dingen Kommunikationsdesigner befragt und der überwiegende Teil sagt, spürt, merkt ganz deutlich, dass Texten, dass kreativer Umgang mit Sprache, sprich Gestalten mit Sprache zum Tagesgeschäft gehört. Es ist einfach so. Wir haben nochmal eine andere Auflistung gemacht. Hier, das ist so die Abfolge, wo Text gebraucht wird, laut Aussage dieser Kollegen und Kolleginnen. Interessanterweise taucht das berufliche Texten erst an sechster Stelle auf. Lustig, auch dieser Punkt. Haben sich in den letzten Jahren deine kreativsprachlichen Kompetenzen bewusst verbessert? Ja. Förderst du deine eigenen Sprach- und Schreibkompetenzen bewusst? Na, fast halb, aber trotzdem überwiegend nein. Also da scheint unbewusst einiges abzulaufen. Warum ist das so? Weil wir natürlich ständig lesen und schreiben. Meistens ja nicht mehr vom Buch oder jedenfalls im Tagesgeschäft nicht, sondern an einer anderen Schnittstelle. Und nicht umsonst gibt es auch diesen Beruf mittlerweile, da muss jetzt noch in meine Liste mit rein, den UX-Writer. Warum ist das so? Weil überall Texte vorkommen und viele davon, ich weiß nicht, wie es euch geht, regen mich jeden Tag total auf. Dein Code wird benötigt, um Touch-It zu aktivieren. Das geht besser. Man könnte ja mal damit anfangen zu sagen, erneut zu aktivieren. Da ging ja vorher was und jetzt nicht mehr. Vielleicht weiß auch nicht jeder, was Touch-It ist oder Apple-It. Können ja noch nicht alle Englisch zum Beispiel oder es ist mir noch nicht begegnet. Dann müsste man es transkribieren. Die automatische Erkennung deines Fingerabdrucks allerdings ist ein bisschen lang. Egal, wir gehen erstmal in eine aktive Form, nicht wird benötigt, diese passive, ja, wer benötigt denn irgendwas? Wer will das denn haben? Irgendeine geheime Supermacht? Ja, wahrscheinlich schon, wollen wir aber nicht so genau wissen. Wir benötigen ist natürlich viel aktiver und freundlicher. Wir benötigen deinen Code. Bitte, recht freundlich, bisschen freundlicher. Reaktivieren ist natürlich 1000-mal kürzer als wieder oder erneut. Bitte gib deinen Code ein. So reaktivierst du Touch-ID. Das, mach bitte das, dann passiert das. Auch leichter zu erfassen.
Dein Code bitte, ein bisschen flotter, es ist schon fast Befehlston, gerade an der Grenze. So reaktivierst du TouchIt. Fingerabdruckerkennung. Fingerabdruck, großes E, nee, sieht alles doof aus. Fingerabdrucksensorik. Ich bin total stolz darauf, ich muss es noch irgendjemandem verkaufen. Ihr seht auch hier das Gestalten mit Satzzeichen, ne? Ausrufezeichen, Doppelpunkt, das sind alles wunderbare Möglichkeiten. Bei der Sensorik, die so elegant klingt, könnte man vielleicht auch siezen im Deutschen, auch immer eine wichtige Frage, ne? Kundenansprache. Bitte geben Sie hier Ihren Code ein. Bitte Code eingeben, in Klammern, das ein bisschen zurücknehmen, diesen Produktnamen. Kann aber natürlich sein, dass der jeweilige Auftraggeber sagt, das ist unser neues Feature, das muss unbedingt da rein. Ich würde trotzdem versuchen, das mal wegzulassen. Noch ein bisschen kürzer, ganz kurz oder einfach nur so. Wenn ich das dann habe, würde ich nochmal überlegen, was ich davon dem Auftraggeber präsentiere. Auch hier gibt es 150 mehr Möglichkeiten. Maximal 2, allerhöchstens 3 dem Auftraggeber präsentieren. Ich würde ihm sehr gerne meine Display-Sensorik vorstellen und dann vielleicht noch 1, also kombiniert bitte Code eingeben, Display-Sensorik aktivieren oder nur Code eingeben. So würde ich zum Auftraggeber marschieren, mit den anderen Vorschlägen nicht. Und dann mal gucken, was wir damit anfangen. Code eingeben steht ja schon da. Dann lassen wir den Rest doch einfach weg. Fertig. Manchmal ist Texten eben auch weglassen. Genau überlegen, was kommt an welche Stelle. These Nummer 3, Sprache ist ein Gestaltungsmittel. Sprache ist unser Gestaltungsmittel überall. Auch abends in der Kneipe, es ist eben ein Unterschied. Es macht einen Unterschied, wie wir unser Bier bestellen. Ob wir in Richtung Barkeeper mal eben rüberbrüllen, Bier, ey! Oder, Entschuldigung, kann ich bitte ein Bier haben? Oder eine der 200 anderen mimisch-gestisch-sprachlichen Möglichkeiten nutzen, wie wir an unser Getränk kommen. Wir haben das in der Hand, in jeder Lebenslage. Probiert es mal aus. Riesenunterschied. Menschen mit Namen ansprechen. Mein Ex-Chef Erik Spiegelmann hat mich damit so beeindruckt. Der konnte sofort, auch wenn er 3 Monate weg war, die Namen aller Leute in der Agentur. Auch vom Praktikanten, vom Empfangsmann, allen. Sprecht mal die Bäckerin mit Namen an. Ihr werdet sehen, was passiert. Und achtet drauf, was euch so begegnet. Wenn man aus Versehen alles liest, dann merkt man wirklich, was da überall für ein Schwachsinn steht. Ja? Soll diese Seite wirklich verlassen werden? Also ich hoffe, ihr spürt, was da für ein nicht mal unterschwelliger Suggestivvorwurf einem untergejubelt wird. Das liegt an der Passivformulierung, das liegt an diesem wirklich, liegt an diesem verlassen werden. Ich meine, das könnte man, ich spare mir jetzt die 150 Möglichkeiten, das mache ich vielleicht beim nächsten Mal, sonst sind wir in 2 Stunden noch hier. Ich fasse jetzt mal eben die Learnings für euch zusammen. Obwohl, ich habe noch eine halbe Stunde, ne? 90 Minuten waren angesetzt. Eine Viertelstunde. Okay, die Learnings für euch nochmal zusammengefasst. Die besten Bilder entstehen im Kopf, durch Wörter. Text ist immer Information, auch wenn er gar nicht da ist. Dann gibt es mir mindestens die Information, dass jemand keine Lust hatte zu kommunizieren oder nicht konnte. Sprache ist ein Gestaltungsmittel. Sprich nicht umsonst von einem Wortschatz und von einer Wortwahl. Wir haben das in der Hand. Und was hilft, um darin ein bisschen besser zu werden? Nur 1. Langweilig, oder? Total öde, könnte jetzt der eine oder andere noch denken. Nein! Was könnte es Schöneres geben? Bisschen dunkel, schade. Das ist nicht Photoshopped oder sowas. Das ist eine reale Website, Instagram, Facebook, alles Twitter. Ich habe es auf Twitter gefunden. Plattform. Oh Mann, ist aber echt schade, dass es so dunkel ist. Manche sind nämlich mit Zunge, so konzentriert lesen.
Aber die Muskeln erkennt ihr wenigstens bei ihm hier mit Bleistift. Ich glaube, der zweite von rechts, der weiß, dass er fotografiert wird. Oder habt ihr schon mal jemanden so in der Bar stehen sehen? Jedenfalls, ich wollte nur beweisen, der neue Fetisch, das Buch. Ja. Ladies, die lesen wäre auch schön. Vielleicht möchtest du die Plattform ins Leben rufen. Vielleicht sind die seltener. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe noch keine gefunden. Außerdem, ich bin so verzückt da. Ich kann mich gar nicht losreißen. Jetzt wird mir aber warm. Ich habe auch schon das ein oder andere Exemplar gefunden. Also es ist wirklich kein Fake. Und die Ergebnisse dieser Studie, um die nochmal kurz zu zitieren, sprechen für sich. Wo wirst du im Alltag häufig auf den Einsatz eines kreativen Sprachgebrauchs aufmerksam? Da, Buch an erster Stelle. Toll, oder? Aber eben nicht nur Buch. Überall sind gute Texte. Natürlich auch jede Menge nicht so toller. Aber es ist wie mit Partys. Man muss auf ganz viele Partys gehen und dann ist eine toll. So ganz viel Texte lesen und dann ist mitunter so ein Schatz dabei. Es gibt begnadete Texte auf Twitter und sonst wo. Findet sie. Findet eure Lieblingsautoren in euren Lieblingssprachen und lest es, egal was Genre ist, auch scheißegal. Aber achtet drauf, was das mit euch macht, um jetzt doch mal diese Wendung zu benutzen. Und vertraut. Ihr findet sie. Zum Abschluss noch ein Dankeschön von mir ans Universum dafür, dass es mir diesen wunderschönen Beruf geschenkt hat, den allerschönsten der Welt und manchmal eben auch Texte, die mich restlos, restlos glücklich machen. Ich fasse die Quintessenz aus all dem nochmal zusammen. Text ist gestaltete Sprache. Texten ist mit Sprache gestalten. Wir haben das in der Hand, das heißt, wir entscheiden, was wir damit machen. Also lass uns bewusst damit umgehen und entscheiden, ob wir damit Macht, Manipulation und so weiter auslösen wollen. Oder vielleicht ja, sowas wie Schönheit, Sinn und Magie verströmen. Dankeschön. Gar nicht richtig rosa. Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Liebe Sonja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Bitte schön, gerne. Und bevor ich jetzt wieder die Frage stelle, stelle ich dir gleich die Frage selber. Hast du noch eine Leseempfehlung für mich? Eine? Moment. Also tatsächlich, also als erstes Kafkas Tagebücher. Das ist brillant. Das sind kurze, ganz kurze Stücke zum Teil, nur ein Wort, zwei Wörter, zwei Sätze. Das ist eine Mischung aus literarischen Bausteinen, die sozusagen, wo er immer wieder anfängt, einen Text zu schreiben und das übt. Das heißt, man hat dann x Varianten von einem Text. Das sind Beobachtungen. Das ist, ich war mit meinen Kumpels in Prag unterwegs. Er hat jeden Tag Max Brod getroffen. Das ist einfach toll. Das Tollste daran ist einfach, das ist die Sprache. Die ist so. Punkt. Und ja, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Die ist einfach, lest es. Das hat mich in helle Aufregung versetzt. Ich habe das vor 2 Jahren entdeckt. Meine Freundin Julia, die Schrift gestaltet hat, der habe ich irgendwann gesagt, ich habe den Brief an den Vater gelesen und ich habe den Prozess wieder versucht von Kafka und es ging. Das habe ich nicht ausgehalten. Das war zu harter Stoff. Und sie hat gesagt, lies die Tagebücher und du lernst einen anderen Kafka kennen. Also das war Nummer 1. Nummer 2, ich mache ganz schnell. Wir haben noch Zeit. Typografische Fachleute seid ihr ja alle, ne, größtenteils. Ein anderer Text, der mich sehr berührt hat in letzter Zeit, ist zu dem Buch Subtext Type Design über Schriftgestaltung in Österreich. So ein hellblaues Ding mit so
Zeile, global, local, weiß nicht genau, also Subtext Type Design, herausgegeben von Andreas Pavlik und von meinem lieben Freund Martin Tiefenthaler, das Vorwort. Lest das Vorwort von Martin, das ist das mit das Schönste, was ich je gelesen habe über Schrift, Schriftgestaltung und Sprache und den Zusammenhang. Bin über die ersten 2-3 Absätze erstmal nicht hinausgekommen, weil es mich so umgehauen hat. Also das unbedingt lesen und dann noch sonntags, wenn man jetzt nicht so den Kopf zum Rattern bringen will, sondern eher zum Beruhigen, eine gute Zeitung, so mit Blättern und Robert Walser. Also ich lese sonntags Robert Walser überhaupt, das Gesamtwerk. Ja, das wenn so die, ach, und ich habe noch was dabei, das war ja unsere zufällig geplante unsere Überleitung. Ich habe zufällig noch was dabei für euch, und zwar, der Alan kennt es auch noch nicht, das ist die One Page, das ist eine Plakatzeitschrift von einer lieben Kollegin Doris Büchel in Liechtenstein, die gibt die raus, onepage.li, und bei der ganz aktuellen Ausgabe, druckfrisch im Mai, durfte ich den Text schreiben. Das wird immer so gemacht, dass ein freier Text und ein freier Gestalter kombiniert werden oder innen natürlich und ein Gedicht, und wir dürfen dann da machen, was wir wollen. Und in dem Fall habe ich geschrieben, was ich wollte, nämlich den Essay zu diesem Vortrag, also diese 3 Thesen nochmal, und der besagte Martin hat das gestaltet, weil das einfach so gut passte von unserem Verhältnis zu Schrift und Sprache her, was in beiden Fällen ein sehr haptisch bodenständiges ist, wie ihr mitbekommen habt, und auch ein politisches. Also das wäre meine aktuelle Leseempfehlung. Und ich habe zufälligerweise auch 20 Exemplare davon dabei, die ich im Anschluss an die Meistbietenden, an die schwören, dass sie es wirklich lesen und sich drüber freuen und vielleicht auch Werbung machen, weil ich die Zeitschrift super finde, kriegen das gerne mit Widmung. Wir treffen uns ja irgendwie noch alle oder setzen uns irgendwo hin. Also das habe ich euch noch mitgebracht. Vielen Dank. Wie Sonja jetzt schon angekündigt hat, gehen wir noch rüber ins Gast. Ihr seid herzlich eingeladen, mit dazu zu stoßen, damit wir uns austauschen können. Und für alle, die keine Zeit haben, wünsche ich einen schönen Abend.